Hallo, liebe Sportsfreunde und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich begrüße Sie zu NHL 19, zum Franchise-Mode mit den Huskies aus Österreich. Ja, ich hoffe, euch geht es allen gut. Ich habe bis jetzt eine schöne Zeit gehabt. Und ja, ich würde mal sagen, wir legen los. Und zwar, ich habe jetzt den Torwart wieder umgestellt. Unser Nummer 35 ist jetzt wieder im Tor. Der Name ich wieder vergessen habe, weil ich am Wochenende mir meinen Schwindelzettel ja wieder nicht geschrieben habe. Aber das ist die Nummer 35 jetzt im Tor. Die bleibt bis zum, also ich werde es jetzt im Tor lassen, bis zum Spiel 10. Und unseren Topstarter haben wir in die erste Reihe gesetzt und den ehemaligen Topstarter haben wir in die zweite Reihe versetzt. Das sind jetzt so im Moment die Informationen, die was ich so umgestellt habe. Ja, wir wollen den sechsten Sieg in Folge haben. Dann starten wir mal los. Wir spielen auswärts gegen die Devils. Einstellungen. Ich werde jetzt die Spiele auf 3 Minuten nachher dran. Nein. Regeln. Nein. Verdammt. Strafenstrategien. CPU-Strategie. Unsere eigene Strategie ist auf 0. Da mal A, unsere eigene Strategie, da mal A auf 3. Die da mal A auf 3. Warum steht die auf 0? Schnell Einstellungen ist da in der gewesen. Da. Wir gehen jetzt auf 4 Minuten zurück. Dann beginnt es auf 3 Minuten zurück. Dann werden die Folgen auch nicht allzu lang. Ja. Ich glaube, dass das dann so Ende passt. Na, schauen wir mal, wie es losgeht. Ja, ich hoffe, es verfolgt sich in Mannschaften, so würde ich sagen. Greetings everyone, with Eddie Wie Olczyk, die Ray spielt. Ferraro coming up in just a moment. I'm Mike Emmerich. It's Ich the war end zum of a Beispiel dann long home Dienstag stand and it beim hasn't been Heimspiel very gegen good, Düsseldorf but it's ein finally coming to Hammerspiel. an end. How do Also, you approach this last game? well, I think das it's war pretty mal wieder simple, Doc, is that richtig the gutes mindset Eishockey. Es At ist home richtig tonight spannend and in gewesen, this es ist home ein stand Hin should be und the Her same way gewesen that mit you den Toren, approach aber road es war game. richtig gut. We are ready for the first face-off of the night. Hat mir richtig gut gefallen. The Huskies get Und wer possession mir and we verfolgt, are underway. der hat schon meine Videos gesehen haben. Austria is now on what I would call a season-defining streak. How long can they keep this streak in great play Jetzt going? müsst ihr euch mal Down near the players is Ray in die Ferraro. The Videobeschreibung Huskies have sch strung schauen, together a weil vielleicht couple of schreibe wins in ich a was row dazu, here. wenn ich When you go irgendwelche inside the Informationen locker habe. room, the players are more relaxed, they're more confident, and it seems to feed off itself. Thanks very much, Ray. Binghamton's got it. Taken over again. So, In with schauen it wir mal. now. Got a chance. Die Nummer 20 Score. macht das Tor. 1-0. Teams always want to take the crowd out, and that's a start. Now that the scoring's been opened Schön. up, we'll see if the opponent can punch their way back into this game. You can't be back on your heels too long. Just past 3 minutes play. The Huskies lead 1-0. Binghamton's won that faceoff in the neutral zone. So, ich konnte nicht lesen. Let's it go. Not on the net. Instead, it's wide.
Ja, vielleicht machen wir mal ein 27. Tor. Moving it now in their own end. Nein. Somebody straight across. Abseits. Puck has to be first. Offside. Ah, die Nummer 82 am Bullybuck. The Huskies with a center ice face off win. Auf die 86. Steps in from the neutral zone. Ich hoffe, wir werden es schaffen, die Saison, dass ich mir die ganzen Spieler noch mal hintermerke. Da ist unser super Bursche, die Nummer 50, der es eigentlich auch verdient hätte in der ersten Reihe zum Stehen, weil er das letzte Mal so oft den geschmissen hat. Fires! The offense was strong, but the pad had the answer. Use that stick like a magic wand. Moving it on jetzt up the läuft wing. Für, jetzt läuft der Führer. Shoots! Oh. He got a piece of that one. Now that's a beautiful stop on a great scoring chance. Ach, nix. Austria's lugged it back into their own end. Works his way right up Young Street. Carried right up the middle. Steps across that line. Quickly off the stick. Glides along the line. The Huskies with possession in the defensive zone. Right out front. Got in front of another one. And still another save. What a show. Binghamton's in their own end, hoping to make a play to center. So, ich bin ein bisschen ruhig, ein bisschen konzentriert. Ein Wasser sind verzündet. Ich weiß, könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, ob sie da auf die Heimspiele fährt oder auf die Mannschaft, dass sie so feiert. Wer ist so der Top 5, 6, die was eventuell nach der Vorrunde oben stehen werden? Jawohl, schon wieder ein Tor. Die Nummer 71, oder? Ich bin aufpasst. Jawohl, die Nummer 71. Erstes Tor in der Saison. No hesitation at all. He fired home that wrist shot. Everybody loves those. The ones where the water bottle's just about to get shaken. That's a perfect shot. Right the top of the net. Zack. Austria's got another face-off win. So, die Nummer 20. Rounded again. Time of the goal, 19 minutes, 17 seconds. Looks good. Do you know someone in your community who goes the extra mile to help out? Nominations for our zwei Tore in einem Drittel, es ist aber gut. Schauen wir mal, wie es uns im zweiten Drittel geht. Second period about to begin here. Let's take a look back at the first. What stuck out for you? The Devils played the majority of the first period playing defense. Now they need to get some puck possession so they can get on the attack and score more goals. Period 2 is underway. Wenn es am Bullybuck steht, ist er jetzt gerade noch im ersten, also wieder. Ihr wisst ja, was ich meine. Ihr seht es ja. And he holds on and the whistle stops play. They won that draw. He got a piece of it, but it missed. Good, solid defensive play with the stick. Got it at the point. Lets it go. Great block. Binghamton's carrying it through center. Takes that pass. Looks over his options from the corner. A shot, score, and it's a one goal.
Aber wir haben nur einen Booster. Wir haben nur mit einem Tor vor. Das passt nicht. Aber sie müssen ja doch einmal ein Tor schießen. Wir können ja nicht selber den Shootout finden für uns in unserem Boden. The Devils win it. Stole that pass away in his own end. Not able to do that well. Skating with it now along the boards. So, beam schießt man jetzt. Zack. Feeds the point. Zack. Just inside the line. Has that pass off the boards. Nice stick by the defense. Rister, wonderful save on a terrific scoring chance. Big pad save. Makes the stop and holds for the whistle. Goalies have to make a half a dozen great stops in a win. This is one on a beautiful move, but there is nowhere for the puck to go. A little over the 10-minute mark of the second. The Devils have gotten back to within one. See if there's some momentum building here. Trying to fight his way to the front. That's a marvelous save. The shooter thought he had a chance, but the goaltender robs him. What a stop. Snapping a pass to Berchi. Now it's directed to Kennedy. Keeps it in the zone with that interception. Outstanding save. Difficult opportunity. Soon. Looks ahead to start something. Oh. Flexed that leg right out there and blocked it. Great chance here. Jawohl, haben wir wieder. Ein Tor für uns. Ja, was meine NHL-Spieler sind besser, weil ja da die ganzen Spieler ja die Namen kennen. Und jetzt habe ich nur hofft, dass sie endlich die anderen nachbesetzen können. Edzo, this has to be frustrating. You're in front of the puck, you feel it hit you, and you assume it's in front of you somewhere. However, this one's in the back of the net. Austria's had the puck a lot here in the second period, and it's shown they've gotten a lead now by two. Scored by number 80, assisted by number 35. Big drive! That puck hit him on the way to the net. Yeah. Shot! Great save at the edge of the crease. The goaltender shuts that one down. And a superb opportunity. Yeah, eine Möglichkeit gewesen. Nice face-off work. The Huskies are skating it back in their own end. He's got a chance. Right to the point. The drama heightens in this final minute of the second period. Leads that charge into the zone. Great save. Austria's really taken the air out of the game defensively. Yeah, but he's got ganz gut unter 35. Und jetzt die Konzentration für die nächsten 5 Spiele muss er jetzt halten. Außer ich sag's, na, 5 Spiele sind zu viel für unseren Goalie. Dann tauscht man halt nachher, weiß nicht, nach irgendeinen Vorstellungen aus. Also, machen wir wieder so. The Devils win the draw. At the point of drive, a shot that went way off the mark. I expected him to at least get the puck on net from the slot, but that shot was way out. Two periods are in the books here, and so one more to go, and maybe overtime. But it's been an entertaining first two. Aber ich glaube, das haben wir da mal eine ganz gute Einstellung gemacht, damit das unsere CPU die Strategie umhaut.
Also von den Strafzeiten her finde ich es jetzt in der AHL jetzt nicht so dramatisch. Also bis jetzt haben wir noch keine gekriegt. Wasn't intentional, didn't go well. Loose puck. So. Brings it in for an attack. Towards the slot. Back on his stick. Shoots. That puck struck him in front. Oh, and the puck goes out of the zone. Shoots that pass ahead. Breaks free. Makes that play deep. Trying to go to Berchi. And that pass leaves the zone. And so out they go to regroup. Got it in his own end. Austria's finding a way through center. On to Haromas. He's in on an onside play. Oh, broke it up. Takes that pass up the boards. Loose puck, couldn't drag it through. Was, warum spielt er den Ding? Ach, Mann. Binghamton's on the move through the neutral zone. Lass ihn nicht ärgern, ich spiele die Saison einfach. A shot, a diving shot block. Pitching it to Horak. Ja. And he's tripped and there'll be a penalty. Ja, ja. Kam Redi von die Strafen, schon irgendwo an. Austria's got two on this one for tripping. Die Nummer zwei. Oh, this is clearly a tripping call. He made no attempt to play the puck. It took the legs out from the attacking player. Binghamton's initial attempt on the power play. Well, the power play's excited to get out there. Those guys just about scrambled onto the ice as they get their initial chance of this game. Time of the penalty. Moved along and in. Shot. No time to react. Didn't need it. Save. Looked like the net was open for a second, but he shut it down. That's a free puck thanks to the play by Kennedy. The Huskies skated up on the zone. Nice work by White. The Devils skated up on the zone. Gives it over to the point. Das wird spart im Spiel, dass du das Puck hast. The Devils are now back to within one with the scoring of that goal. And there's plenty of time for one more goal in the third. Solid win at center ice. Now zum Ende. Went to the backhand. Oh. That goaltender's breathing a little easier. Great chance from the slot. He just missed. Breakaway. Save there. Hey, man, this was the Antwort gewesen. Devils with a neutral zone possession along the wing. And it's a good pickup. Gains the zone and looks over his options. Oh, great cut. Wow, look at him. He's got a long way to go. Does he have enough gas? Wonderful stop. The Huskies are skating it up at neutral ice. He's going to the net. Great save in close. Equal to the challenge. Nice stop. Strongest and any kid is in the offensive line. Let's it go. Oh, what a break. That shot hit somebody. 60 seconds left. Will it be enough to get a winner here? Austria's back in its own end, trying to work forward. Great take, dangerous area. A great speed bump set up there. Can start the attack going in the zone. Got his pad on that one. The Devils have to take a chance here. They pull their goalie. Net empty. He's gone. Jawohl, haben wir nur ein Tor erschossen. Wir hätten es so nicht gebraucht, aber für die Torstatistik ist es, glaube ich, besser.
Die Nummer 71. That one should put the icing on the cake. Sayonara, that pretty well puts this one away. Sehen wir schon, safe wieder. And they take that neutral zone face off. Oh, Heimtor ist wieder lang. What a ripper! The Devils empty their net. He's at the bench. Austria is on the move up the wing. Net open and cash is in. Ja, da sind die Devils selber schuld. Da kann ich nichts machen. Mit der neuen Coach. Wenn der neue Coach den Torwart aussieht, dann kann man nichts machen. They've won the face-off. Scored by number 20. Francis Ack carries it on in from center. By number 92, Jakob. Oh, a save there. Victor Hubel. Time of the goal. 19 minutes, 47 seconds. Jawohl. Hattrick habe ich immer zwar mit der Nummer 20 mit Luke nicht geschafft, aber wir haben gewonnen und das zählt, meine Sportsfreunde. Und das zählt. That's it for another great night at a hockey rink. For Eddie and Ray, Doc saying good evening, everyone. Ich finde das auch klasse gemacht mit die Fans da und mit den Schülern. Also, das ist richtig genial. Fünf zu 2 haben wir gewonnen. Dann haben wir alle drei Stars auf unserer Seite. Rechnen sie uns die 5 Tore für die 5 Stars so? Ja. Aber gerade ein Assist. Ja, passt ja gut. Passt ja gut. 17 so neue Schüsse haben wir. Sie haben einen Check, wir haben gar keinen. Wir haben 9 Bullies, kommen sie 10. Powerplays haben sie 1 gehabt. Wir haben gar keins gehabt. Dafür haben sie auch keine Strafen gehabt und mehr dafür 2 Minuten. Die Spielstatistik. Trainerfeedback, ja, bin ich zufrieden. Dann schließen wir mal ab. Schauen wir mal uns die Topstarter-Listen noch. Topstarter-Listen ist gleich blieben heute. Topstarter-Listen ist gleich blieben. Sind wir einer knapp auf die Fersen? Mal schauen wir mal. Ja, 2 Punkte. Oh, mein Morgen. Schauen wir mal, wo gehen wir denn jetzt um? Wir sind in der Division auf 1. Und in der ganzen Liga sind wir auch auf 1. Ist das nicht schön? Gefällt mir. Dass wir unseren ersten Platz verteidigt haben. Na gut, meine lieben Sportsfreunde. Ich hoffe, ich habe so ein bisschen Spaß gehabt beim Zuschauen. War es jetzt so mit meinen Entscheidungen. Seid zufrieden, dass wir auf 3 Minuten nachher gestellt haben. Würde mir einen Daumen nach oben freuen über das eine oder andere Kommentar. Und dann wünsche ich Ihnen nur einen schönen Tag, einen schönen Abend, eine schöne Nacht, einen schönen Morgen. Je nachdem, wann das ist, das Video ausschaut. Vergesst meinen Leitspruch nicht. In den Farben getrennt, in der Sache vereint. Rivalität im Stadion ist gut. Aber davor und danach sind wir doch alles wahre Sportsfreunde. So wie die Düsseldorfer DEG-Fans. Mit einer, wo ich wiederum einmal richtig geil
mich unterhalten habe nach dem Spiel. In diesem Sinne, bleibt mir gewogen. Euer HB, bis zum nächsten Mal. Servus!